lange Aktivist. Eine meiner ersten Demos habe ich mit 15 erlebt. Das war recht witzig. Es waren genauso viele Leute wie hier jetzt ungefähr. Mindestens dreimal so viele Polizisten. Und man dachte sich, als man ankam, ich drehe lieber um. Weil die Polizisten waren auch nicht entspannt. Sie sitzen jetzt da hinten und kriegen von uns eigentlich gar nichts mit. Das war damals nicht so. Du wurdest ständig, bis ich bei der Demo war, war ich mindestens dreimal gefilzt. Die Polizisten waren jedes Mal sehr unfreundlich. Es war sehr unentspannt. Mit den Jahren wurde es besser. Gerade in Berlin hat man es gemerkt, irgendwann ist das Verständnis der Polizei hat sich grundlegend verändert. Es war erst so, dass man sich sagte, ja, die Bullen waren da, um uns zu nötigen, um uns zu gängeln. Sie wollten nicht uns schützen, sie wollten uns gängeln. Das Gefühl hat man uns ganz klar gegeben. Heutzutage haben wir den Umstand so, dass Polizisten ankommen, sie wissen, wir bleiben friedlich, sie haben hier keinen Ärger zu erwarten. Dementsprechend lassen sie uns hier halbwegs machen und wir versprechen dafür, freundlich zu bleiben. Das hat bis jetzt echt super geklappt, das hat sich etabliert. Ich erinnere mich, an 2017 war das, glaube ich, da gab es in Berlin den GMM parallel zu einer Antifa-AfD-Demo. Was Antifa-AfD bedeutet, das wissen wir dann alle, es kracht halt ein bisschen. Und dementsprechend pendelten die Polizisten zwischen uns und dieser gewaltbereiten Demo. Als sie bei uns ankamen, blieben sie in ihren Sixpacks sitzen und hatten einfach die Schnauze voll vom Tag. Du konntest neben der Wanne herlaufen mit einem Joint in der Hand, es hat einfach nicht interessiert. An dem Punkt wusste man, wir sind zumindest bei der Polizei so weit angekommen, dass sie uns tolerieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Denn wenn man das erlebt hat, wie es einmal war, dass man bedroht wurde, mehr oder weniger, gegängelt wurde von der Polizei und heute zumindest toleriert wird, im weitesten Sinne. Nicht überall, aber wir sind ja hier relativ frei. Wenn man diese Veränderung erlebt hat, das ist schon ein riesengroßer Schritt. Ja, wir sind noch weit weg von der Legalisierung, aber wir haben Cannabis als Medizin. Wir haben relativ entspannte Bullen, wenn man nicht gerade hier mit der Taskforce zu tun hat. Bei so einigen Parteien kam es halt auch an, dass unser Thema wichtig ist, dass wir keine Minderheit sind und dass unser Anliegen ein legitimes Anliegen ist. Leider haben das die alteingesessenen Parteien noch nicht so ganz verstanden, allen voran SPD und CDU. Wenn man das erlebt hat, ist das, dann weiß man, warum man das tut. Warum wir hier stehen, warum wir hier eine Demo anmelden, warum wir einfach gegen sämtliche Widrigkeiten kämpfen. Das ist uns am Ende egal. Wir wissen, wofür wir es tun. Wir haben ein Ziel, die Cannabis-Legalisierung. Wir wollen Cannabis nicht nur im Gewächshaus und nicht nur auf dem Balkon und nicht nur in der Terrasse. Nein, ich will es auch zu Hause haben, in meiner Grobox. Punkt. So, ich bin jetzt Patient. Ich habe die wunderbare Auswahl zwischen 21 Sorten und von diesen 21 Sorten gefallen mir zwei. Zwei Sorten sind sehr langweilig auf lange Jahre so. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Konsument und ich weiß, mit zwei Sorten werde ich nicht glücklich. Ich bin ein ausgebildeter Gärtner. Man könnte mir also zutrauen, dass ich Cannabis in guter Qualität selbst angebaut kriege, ohne dass ich die Unterstützung der Apotheke brauche. Alles, was ich bräuchte, ist, dass die Krankenkasse sagt, Herr Schlosser, wissen Sie was, hier haben Sie Geld für Strom, halten Sie das Maul. Das wäre total toll. Das wäre das, wo wir hinwollen. Es muss dir als Konsument muss es dir erlaubt sein, dein Gras anzubauen, weil du halt vielleicht einfach so ein bisschen auf deine eigenen Sorten stehst, die dir im Coffeeshop nicht geboten werden oder was es dann noch später für Läden geben wird. Und als Patient, der jetzt schon für horrendes Geld Cannabis aus der Apotheke kriegen kann, sollte man doch eventuell die Möglichkeit einführen, zumindest für die, die es nachweislich können, Cannabis zu Hause anzubauen. Auf einen kleinen Quadratmeter oder zwei, das ist doch alles gar kein Thema so. Es tut kein weh, es riecht noch nicht mal, wenn man Aktivkohlefilter einbaut. Von daher kann sich nicht mal der Nachbar beschweren. Es gibt eigentlich kein Problem, außer das Mimimi von manchen Spießern. Ja, damit möchte ich eigentlich nicht schließen. Hab genug gemeckert, danke.